Willkommen in meinem coolen neuen Zuhause, dem Chateau d'Ombrage. Hübsch ist es, eine alte Ruine. Ich bin Dennis und ja, meine Waisenkinder, mein Waisenkinderzoo hier praktisch, ist angekommen an ihrem vorläufigen Ziel, nämlich einem... Ach ja, die Dinge, die wir gefunden haben. Zumindest können wir sie so in diesem Chaos nicht verlieren. Okay, das spricht ja dafür, dass das hier zumindest zeitweise unser Zuhause sein wird. Mal schauen, wie die Story ab jetzt weitergeht. Bisher war das ja so eine Art Roadtrip. Jetzt scheint das ja eher in Richtung stationäre Geschichte hier zu gehen und vielleicht von hier aus so Sternturmmäßig ein dann ganz irgendwie schönes weiter. Stück Arbeit. Immer wieder hierher zurückkommen oder so, weil wenn es jetzt hier sozusagen so einen Raum gibt, wo man seine gefundenen ja, Sammelobjekte irgendwie sich anschauen kann. Das spricht ja normalerweise dafür, dass das ein Ort ist, an dem man dann immer wieder zurückkommt. Wir müssen diese Strohmatratzen zusammenflicken. Ah, so viel Arbeit. Meine Güte. So, hier ist auf jeden Fall Repair-Zeug, beziehungsweise Werkzeug. Ich kann alles aufrüsten, oh mein Gott. Für Materialien. Die Kapazität. Für Munition, näher. Ich würde erstmal Materialien verbessern. Vorhergehende Aufwertung benötigt. Achso. Ich war schon eins weiter. Das sollte mir ja, die wie Sache geil. Erleichtern. So, das heißt, ich kann jetzt einfach deutlich mehr Zeug tragen. Hoffentlich. Muss mal gucken, wie viel. 16. Na, ist gleich schon wieder voll alles. Mist. Okay, was ist denn hier hinten? Ich weiß, ich sollte hinter Hugo herlaufen, aber es ist so viel spannender, alles alleine zu erkunden. Hier ist ein... Hugo wartet auf mich. Ich sollte lieber gehen. Aber ich will doch die Aussicht genießen hier. Guck mal. Oh, ist das schön bei Tageslicht, wenn keine Ratten da sind. Aber was für eine fette Riesenburg hier steht, die einfach verfallen ist, solange bis wir jetzt hier hergekommen sind. Scheint die ja jahrzehntelang nicht bewohnt gewesen zu sein. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, so eine fette Immobilie, so ein Riesengebäude. Und keiner beachtet es. Einfach als Ruine. Also bei den heutigen Immobilienpreisen... Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Ein grüner Löwe. Und Künstler ist wieder kein Symbol des Löwen, der diese ist, eine Anspielung auf alchemische Auflösung zu deuten. Durch den Einsatz dieses Verfahrens, bei dem Vitriol Schwefel zersetzt, sollen grobe Substanzen von edlen Substanzen getrennt werden. Na, ob das alles so funktioniert, wie die Alchemisten sich das vorgestellt haben, ich bezweifle das ja mal. Okay, da geht's irgendwie noch wohin? Aber es ist echt ein Riesenladen und da seid ihr ja. Gut keiner geschlafen? Beachtet das. Das Labor ist runtergekommen. Heute wäre das schon längst renoviert und zu einem Hotel Werk umgebaut. Vollbracht. Und ihr könnt mir helfen. Ja, oh, ja, ja. Helfen. Was sollen wir tun? Amicia, ich brauche die Fiole links auf dem Tisch. In Ordnung. Und ich? Was kann ich tun? Für den letzten Schritt brauchen wir Licht. Hugo, hol eine Kerze. Das schaffe ich. Das schaffst du, ja? Das Uah. Muss es sein. Riecht widerlich, das heißt, es wird funktionieren. Hier haben Alchemisten gelebt. Vielleicht ja. Auch Laurentius. Na, woher kannte er es sonst? Er hat ja gesagt, wir sollen hierher gehen. Hier, sonst noch was? Ja, den konzentrierten Lorbeersaft. Direkt hinter mir. Ich hole ihn. Was ist ein großes Werk? Was zum Essen? Das ist ein Elixier, das deinen Pfad erleuchtet. Ein Leuchtfeuer für den Träger der Makula. Es ist mir heute Nacht eingefallen. Du kleiner, gut. Genialer Junge, ne? Jetzt dem fallen mal eben neue Rezepte ein. Die Krönung der Alchemie. Das Elixier. Hugo. Engelsträne, ist das nicht Quecksilber? Das große Werk. Das war eigentlich nicht geplant. Das macht nichts, Lukas. Vielleicht solltest du dich ausruhen, oder Hugo? Gut gemacht, Lukas. Du bist ein Zauberer. Amicia, komm. Ich komme. Ja, Lukas, vielleicht nicht völlig übernächtigt irgendwelches Zeug zusammenpanschen. In der Hoffnung, dass dabei irgendwas Cooles entsteht. Naja, kann ja noch werden. Der Junge ist ja vielleicht gerade mal 12 oder so. Da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Kommen wir hier nicht her? Hast du eigentlich Melly gesehen? Nein.
Vielleicht ist sie schon aufgebrochen. Oh nein, ich wollte mich doch verabschieden. Die Melli. Ja, genau, sie sucht ja noch ihren Bruder. Dieses Chateau muss schon seit Jahrhunderten leer stehen. Mal sehen, und ich sag Jahrzehnte. Der Tiegel eines Alchemisten. Da wird Lukas sich freuen. Den bringen wir ihm mit. Was kann der denn? Das wichtigste Werkzeug eines jeden Alchemisten, dieser steinerne Behälter, widersteht auch den härtesten Bedingungen, extrem hohe Temperaturen, Säuren, ohne Schaden zu nehmen. Während des gesamten alchemistischen Prozesses ist er ein zuverlässiger Begleiter bei der angestrebten Vollendung des großen Werks. Das große Werk. Na, das wollen wir natürlich haben. Daran arbeitet Lukas ja gerade. Ah, Sonne! Hallo! Oh. Komm, Amicia, mach mit! Na, habt ihr beiden Spaß? Die Inquisition sicher auch. Melli, wir dachten... Sei doch nicht mal so ein Griesgram. Komm, wir müssen reden. Ich nehme erstmal noch ein bisschen Leder mit. So, was hast du denn zu sagen? Willst du deinen Bruder jetzt suchen? Ja, sollen wir helfen denn irgendwie? Dieses Chateau ist eine Ruine. Ah. Das ist genau, was ihr braucht. Wer auch immer es gebaut hat, wollte seine verdammte Ruhe haben. Macht keinen Ärger und alles wird gut. Also, gehst du Arthur holen? Wenn ich helfen kann. Arthur ist mein Problem. Du hast es ja gehört. Diese Hunde von der Inquisition haben ihn in die Bastion gebracht. Ich weiß, wo ich suchen muss. Ich finde ihn. Sieh mal, Amicia. Und wegen Hugo. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber glaub mir, es ist es wert. Er wird dich retten. Letzten Endes retten sie uns immer. Selbst wenn man Brüdern ab und zu den Hals umdrehen will. Die Symbole, Amicia. Das glaube ich dir. Geh nicht ohne Lebewohl zu sagen, ja? Als ob das meine Art wäre. Amicia, komm bitte. Ja, also ich ja weiß Hugo, nicht. Was hast du gefunden? Gucken wir doch mal. Ich hatte sie jetzt schon so eingeschätzt, dass sie einfach nachts abhaut. Welche Zeichnung? Die im Speisesaal. Ich zeig sie dir. Komm mit. Okay. Ich folge dir. Ja. Oh, ist ja schnell, der Kleine. Meine Güte. Ist der schnellste Junge der Welt. Verdammt. Das sind dieselben Symbole. Ja. Vielleicht das Wappen der Alchemisten? Hast du den Baum gesehen? Den Baum? Na los, hier rüber. Der hat ja schon alles erkundet hier. Wie lange ist der Junge schon wach, Alter? 2 Stunden schon wach gewesen, alles erkundet. Komm zurück. Und aus Versehen von Ratten gefressen. Auf dem Weg. Sind das deine neuen Freunde? Ja. Ja, mit Bäumen haben wir es ja. Das ist ja das Wappen unserer Familie. Eigentlich so ein schöner Baum. Amicia? Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein. Dafür kannst du doch nur echt nichts. Wir werden ein Heilmittel für dich finden. Und jetzt haben wir doch auch Lukas und Melli. Lukas, sieh mal die Schmetterlinge. Sieht aus, als hätte hier jemand Spaß. Es wird immer größer. Ja, die Makula breitet sich in seinem Blut aus. Die Bücher besagen, dass es mehrere Schwellen gibt und der Träger bei jeder Schwelle Gefahr läuft, zu sterben. Wie viel Zeit haben wir? Sehr wenig. Hugo hat die erste Schwelle fast erreicht. Mein Meister und deine Mutter wollten den Prozess verlangsamen. Aber wie? Was haben sie getan? Sie haben an einem sehr komplexen Elixier gearbeitet, um ihm Zeit zu verschaffen. Und kannst du es zubereiten? Mir fehlt ihr Wissen. Doch ihre Arbeit basierte auf einem verbotenen Buch, dem Sanguinis Itinera. Mit dem Buch? Könntest Leider du also... Leider nicht. Das Sanguinis Itinera ist gefährlich. Es ist mit anderen Werken im Keller der Universität eingeschlossen. Dorthin zu gelangen ist fast unmöglich, wenn nicht Selbstmord. Gewöhnlich schon.
Aber wenn wir uns das Chaos zunutze machen, hätten wir eine Chance. Ich weiß, wo das ist. In der Stadt, in der Nähe vom Gefängnis meines Bruders. Wenn du das riskieren willst, helfe ich dir reinzukommen. Danke. Gut, ich packe meine Sachen. Komm zu mir nach drin, wenn du gehen willst. In diesem Fall braucht ihr Ausrüstung. Ich bereite sie vor. Hugo, es tut mir leid. Ich muss weggehen. Keine Sorge, ich bleibe bei Lukas. Gut, ich bin bald zurück. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir holen das Buch, in dem hoffentlich ein bisschen mehr dazu drinsteht, wie Lukas das Elixier brauen kann. Für unseren Bruder. Und dann können wir in der Stadt auch gleich noch den Bruder von Melly retten, den Arthur. Na, dann wollen wir mal. Hör zu, eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei übersät mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. In Ordnung, werden wir. Okay, Rosen. Melly, du merkst dir Rosen. Ich merke mir Weg übersät mit... Jetzt können wir nur hoffen, dass wir nicht getrennt werden. Oh Mann. Okay. Sagt das Spiel einem auch, in welche Stadt es jetzt geht? Wäre doch cool, wenn es irgendwie reale französische Städte wären, die in irgendwie einer Region dann auch vorkommen. Dann könnte man sich ein bisschen besser verorten, wo man jetzt gerade rumlatscht. Es ist einfach nur stereotype französische Mittelalterstadt XYZ. Wäre doch cool, wenn das jetzt irgendwie Bordeaux wäre oder so. Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Na, vor allen Dingen ist sie offensichtlich unwissend, dass da zwischen den Beinen bei Männern etwas lauert, das möglicherweise wehtun könnte, wenn man gegentritt. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Der Tod! Schlaues Mädchen. Achso. Nein. Habt ihr etwas Schiss vor dem Biss, oder? Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Aber nicht Arthur. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Was denn für ein Stock? Wurde der gestockt, oder was? Die sieht doch eher so aus, als wäre der einfach nur hier am Pranger verreckt. Gut. Müssen wir durch die Tür? Dein Einsatz, ja. Melly. Also schön. Ich knacke das Schloss. Und ah, es ist so schön, den eigenen Schlossknacker dabei zu haben. Aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt. Nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Finde ich ja ganz interessant, dass sie uns jetzt von Hugo getrennt haben. Das hätte ich nicht gedacht. Dachte, man Viel wird Glück. Weiter mit ihm dir zusammen. Auch. Du kommst gar nicht mit rein. Okay, na gut. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Das Ganze beschleunigen? Diese Mistkerle. Was machen die denn? Was haben die nur vor? Amicia stellt auf jeden Fall schon mal die richtigen Fragen. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie scheinen die ja hier eine andere Agenda noch zu haben, die Kollegen mit der Stadt. Die Evakuierung dient sicherlich schon zum Schutz der Bevölkerung vor dieser Rattenplage, aber was sie dann noch zusätzlich mit der leeren Stadt vorhaben, also ich denke mal einfach nur plündern, wird es wahrscheinlich nicht sein. Da drüben, oder? Das muss die Universität sein. Das einzige beleuchtete Gebäude. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, wie kommen wir da jetzt am dürfsten hin? Also, das ist eine ganz schön große Stadt. Da hinten steht eine schöne Kirche. Da ist die Uni und wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie so über die Dächer uns vorkämpfen. Durch die Gebäude hier. Aber wie wir da hinkommen, schauen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also schaltet wieder ein zu meinem Alleingang mit Amicia. Beim nächsten Mal. Ciao!